Schulen verändern sich. Am EMAG wird gebaut, hier sind also Bauzäune aufgestellt, Krempel und Zeug steht rum. Das gucken wir uns an, weil wenn man nach einiger Zeit an diesen Ort zurückkehrt, wenn man hier zur Schule gegangen ist, wundert es einen dann doch, welche Veränderungen stattgefunden haben. Hier kann man sich vorab ein bisschen informieren. Nicht vergessen, den Channel zu abonnieren. Teilt das Video in euren sozialen Netzwerken. Das sind so ein bisschen News aus unserer Metropole und den gravierenden Veränderungen hier. Hier an dieser Seite des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums soll wohl eine Fluchttreppe entstehen, direkt beim Domeyer-Weg. Da wurde also hier die Böschung etwas abgetragen und ein neues Fundament gegossen. Wir gucken mal, ob wir das direkt aus einer anderen Perspektive vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Es geht so ein bisschen um die Klassenräume rum in Richtung Fahrradkeller. Ein Kran wurde bemüht und hier ist halt ein Bauzaun und auch irgendwelche Kanalisation, die wohl auch noch installiert wird oder wieder zurückgebaut wird. Wir schauen mal, ob wir das von der anderen Seite aus noch ein bisschen besser ins Bild bekommen. Hier auf der anderen Seite des Gebäudes gucken wir gleich auch noch mal. Da drüben ist die Baustelle. Man kann sehen, hier das EMAG mit dem Flachdach. Das ist also ziemlich cool, weil das auf Höhe der Stettiner Straße ist. Und wenn das Gebäude von der Struktur das hergibt und es in den Klassenräumen darunter nicht zu sehr hallt, dann würde da oben ein Tigergang fehlen, ein ummantelter Gang, dass niemand runterpurzelt, mit einer kleinen Brücke zur Stettiner Straße. Dann könnte man als Fußgänger in Richtung Heuer von der Innenstadt aus sehr schön Wege abkürzen. Das fände ich ziemlich futuristisch. Ich vermute, es lässt sich bautechnisch nicht umsetzen, aber wir erwähnen das einfach mal. So, und hier sehen wir das Gelände nochmal mit dem Kran, wo eine Menge Schotter liegt. Aus der anderen Perspektive, von der anderen Seite. Eine Plane deckt hier so ein bisschen den Abhang ab. Da drüben wurde der Domeyer-Weg abgestützt. Eine sehr schöne Konstruktion. Ich frage mich, ob man mit dieser Methode nicht vielleicht auch Wege beim Jutz erschaffen könnte in Richtung Lohnauer Straße. Und dort ist wohl ein Fundament gegossen worden. Das ist halt auch ganz nett gewesen, zu sehen, wie das Fundament der Schule aussieht, aussah. Das konnte man ein paar Tage lang ganz gut sehen. Hier ist jetzt erstmal Schicht im Schacht. Das ist ziemlich kühl. Es arbeitet gerade an diesem Sonntag keiner, was ganz gut ist, weil dann springen ja auch keine Schüler durchs Bild. Also von daher, an der Schule verändert sich etwas. Ich bin zumindest gespannt, wie die neue Fluchttreppe da ausschauen wird. Das wird also optisch ein Hingucker werden. Und ich wünsche ganz viel Spaß und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nicht vergessen, den Channel zu abonnieren.